Da bin ich. Ja, oh, streamen wir auch schon an. So, ich habe jetzt den gelben Schlüssel schon mal gemacht. Ich habe dich eingeladen. Habe ich nicht so eine Strebe gehabt? Was hast du gehabt? Eine Strebe. Ich habe doch eine Strebe gehabt. Oder hast du dich schon in ein Loch gemacht? Nee. Hab ich nicht. Kann man eigentlich nicht irgendwo da drauf machen, dass man da nicht immer die blöde Kiste da umstellen muss? Ich hab doch eine Strebe gestern noch gemacht. Da weiß ich hundertprozentig. Kann man da nicht irgendwas bauen, was man da drauflegen kann? Also ich bin vorhin ausgebrochen, ne? Hat er erzählt? Womit? Ich bin als Zivilist raus. Ach so, ja, die Kleidung habe ich auch. Ja, muss mal gucken, muss gleich mal gucken, ob der da, ob man die zweimal kriegt, dann kann man das mal versuchen. Wofür ist der gelbe Schlüssel, frage ich mich jetzt gerade. Alles klar, dann kommen jetzt die Zellen raus. Okay, damit kommen wir so aus den Zellen raus. Was bringt mir dann wahrscheinlich nichts? Klar, kannst nachts raus. Muss nur wissen, wo die. Die Wärter sind das Problem dann. Ja, wo die Wärter langlaufen. Ja, und dann hast du halt das Problem, du kannst nur auf die Gänge rumlaufen. Da kommst du sonst nirgendwo hin im Prinzip. Als nächstes mache ich mir gleich erstmal. Gepolst. Du kannst hier zwei verschiedene Klamotten machen, ne? Ja, Rüstung, ich weiß. Gepolstert und einmal mit deiner Klamotten und Blech. Schlüssel. What? Ah, gepolsterte Häftlingskleidung ist Kissen, Gaffertape, ne, und deine Klamotten. Dann gibt es einmal gefütterte Häftlingskleidung mit einem Buch. Ja. Und einmal mit Blech. Ich denke mal, Blech ist das Beste. Ja, denke ich auch. Hab die Schaufel die ganze Zeit in der Hand. Dann kannst du wieder gehen. Brauchst nicht so lange stehen. Das blinkt aber, wenn er weg ist. Nein, sobald ein Häkchen bei Appell ist. Ja, das hat aber gerade geblinkt, wo ich weggegangen bin. Komischerweise. Warum? Keine Ahnung. Jetzt, wo wir neu geladen haben, sind die ganzen Laken gut auf den Betten. Ja, da ist ein neues ist ein Update gekommen heute. Okay. Das behoben hat. Mal kommen die immer so. Hab ich hier irgendwie eine Waffe oder so? Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Nicht wirklich.
Oh, Frühstück vergessen, scheiße. Ja, ja. Entschuldigung. So, die gepolsterte Kleidung habe ich. Ich habe die mit Metall, die letzte, gerade kurz gemacht. Mit Tape. Weil eins will ich behalten, falls ich den einen jetzt mal umschmieren, geschmiert kriege da von der Post. So, dann kann ich den fesseln. Achso, ich muss ja einen Kanal dann aufmachen. Öffnen. Muten. Muten, danke. Mahlzeit, Lucky Loser. Einen wunderschönen guten Abend. Abend. Ja, das haben wir beide. Von mir auch einen schönen guten Abend. Ach, habe ich schon voll. Warte, was mal am Ausbrechen? Was? Ach ja, muss, ne? Wie geht's dir? Lucky Loser. Danke für dein Follow. Alles tutti. Mensch, einmal bin ich schon ausgebrochen. Falsche Zelle. Es gibt hier einen Ausbruch, der ist total einfach eigentlich. Habe ich eigentlich noch den Job? Normale für Scheiße. Noch. Wow. Was soll ich mit dem Klebstoff? Keine Ahnung. Das ist ja lustig. Mit dem Klebstoff in der Hand. Toll. Ja, K.O. bin ich auch tatsächlich. Also. Heute war wieder ein anstrengender Tag. Wie geht's dir, Krog? So, Gabe. Jetzt gleich wirst du wahrscheinlich mal gleich mal Erfahrung mit dem Ducktape machen, glaube ich. Wenn ich jetzt hinkriege. Ja, bin ich gespannt drauf. Ja, keine Ahnung, wie ich das hinkriege. Ich hau einen und versuche ihn erstmal wegzutragen. Ein bisschen am Kränkeln, sonst ganz okay. Ich kann ja in eine Zelle stecken, aber. Wie das genau funktioniert, keine Ahnung. Muss halt nur schneller sein wie die Mediziner, das ist das Problem. Nö, da geht einfach. Ich habe den anderen kurz direkt vor der. Problem ist auch, hier ist gerade ein Wärter. Was? Kacken. What? Ach, fick dich doch. Ey, jetzt hat er mir wieder alles weggenommen, die dumme Sau, ey. Ich kann sie nicht mehr nutzen. Was für ein Scheiß. Toll.
Ja, da war jetzt aber leicht verdientes Geld, muss ich sagen. Das ging jetzt echt flott. Ja, genau. Und er hat es jetzt... Ach, leck mich doch! Was passiert? Ja, der hat... Ich hab... Beim Vorbeigehen wollte ich ihn hauen, ging nicht. Du habe einen wunderschönen guten Abend. In meinem Element. Warum? Nur weil ich einen verprügel oder was? Der hat's verdient. Muss zum Arbeitsamt. Warum kann ich. Ah, doch. Ah, Post ist frei. Finde ich das nett. So, Freunde, jetzt gibt Schläge hier. Hier habe ich. Brauchen ein Blech noch. Ach ja, ich kann nicht klagen. Ich bin nur ein bisschen müde, aber es geht. Aber sonst ist alles tutti. Duschen. So, unterwegs noch einer. Ne, komm. Ich wollte gerade sagen, nur unterwegs so eine Respektschelle verteilen. Du kannst ja Rasierklinge finden. Ich habe noch nie eine Rasierklinge hier gefunden. Was ist denn mit dem Gabe hier? Was will er? Hallo, Officer. Officer. Der haut mich. Officer. Hallo? Officer? Ah, jetzt geht doch. Interessiert dich doch nicht, oder was? Dankeschön. Nicht, dass er gleich auf dich eindrischt. Die Wachen, die knüppeln auf alles, ja. Ja, ich hab nur geblockt. Also, der Wärter hat den dann umgeknüppelt. Fabe, das Spiel kannst du mitspielen immer, weißt du das eigentlich? Da geht's zu viert. So, was mache ich denn? Armbrot. Ja. Ach, da sind die ganzen Schuhe. Also, ich habe jetzt die Poststelle. Das heißt, da kriege ich jetzt auch Kohle, irgendwie mal. Wo ich halt abziehe beim Sprint. Der Gabe ist jetzt nicht mehr gut auf mich zu sprechen, denn sein Name ist irgendwie rot. Hast du meine neue schicke Maske schon gesehen? Auf eine Maske. Was das für eine Maske? Falsche. Elektroschocker könnte ich bauen. Was brauchst du denn dafür? Die Batterien. Büroklammer und Schnürsenkel. Ah, und Draht brauche ich auch noch. Dann könnte ich einen bauen. Könnte ich einen bauen. Weil Energiemodul habe ich schon. Okay. Also brauche ich nur noch eine Büroklammer und ein Tape. Aber ein Tape habe ich. Ne, ich habe das hier abgenommen. Kriegt alles gut. Kann den Tape. Ich brauche noch drei Holz für die blöde Strebe. Mit der Kiste kann wahrscheinlich auch noch einer abbauen, ne? Also wir müssen es eigentlich tatsächlich rausgraben oder irgendwie durch die Lüftung raus. Also das ist die einzigste Möglichkeit, denke ich. Ja, der Gabe, der ist jetzt voll angepisst, aber der kloppt sich damit ein. Ja, mit der richtigen Kleidung. Die Zivilkleidung habe ich auf jeden Fall oben gefunden. Ja, ja, die ist da, wo der Kamerateam mal reingeht. Ich frage mich nur, was du mit, was jetzt hier der Schmugglerwarenbeutel ist. Ich muss mir eine Waffe machen. Holz.
Was sagst du? Ich muss mir meine Waffe basteln, ich habe keine. Warum ist der eigentlich immer so angepisst hier auf mich? Was ist denn los mit dir? Hier, komm, kriegst du ein bisschen Kohle. Oh, ich bestechte dich mal eine Runde. Da, ja, bitteschön. So Werther-Klamotten müsstest du haben. Was ist denn überhaupt hier? Kriegst du mal noch. Besucher ist das. Ich krieg einen Besucher, oder? Jo, tatsächlich. Geil. Ich habe Neuigkeiten. Okay. Letzte Nacht wurden wir ausgeraubt. Ja, und? Die Nachbarn haben herausgefunden, dass ich ihr WLAN benutze. Auch nicht schlecht. Meine Nachbarn lassen sich scheiden. Okay. Wow. Really? Ich habe eine Feile gekriegt dadurch. Geil. Ey, du kannst ja bei den Besuchern, dann kannst du dich hinhocken, da kriegst du was. Geht da nochmal? Ey, tatsächlich, da geht nochmal. Das ist aber auch gerade Freizeit, ne? Ja. Ich hab gleich was für dich. Was denn? Ja, brauchen wir gleich, wenn wir graben. Energy. Aber was ist mit dem krüppligen Wächter da, Wärter? Der gibt mir richtig auf Eier hier. Ja, wo ist der Besucher jetzt? Ah, da kommt einer. Jawohl. Echt? Ein Koch ist bei mir gekommen. Der Sittich ist tot. Nein. Der hat gerade gesagt, der Fisch ist entkommen. Er hat mir nichts gegeben. Auf ein Sackgesicht. Toll. Ich zieh wieder mit der Eckflamme zusammen. Ich hab. Ich hab gerade eine Pfeile gekriegt, auf jeden Fall. Ich hab eine Kammklinge gekriegt. Oh, das ist auch nicht schlecht eigentlich. Schnitze alle auf und danach kämme ich die Haare. Auf wie die Weihnachtsgans. So, jetzt machen wir mal eine gefütterte Häftlingskleidung. So. Sehr gut. Verteidigung mit. So, ich brauche immer noch Holz. Gehölz, Gehölz. Ah, hier, warte. Hey, was soll ich damit? Das ist gleich vergraben. Kannst du bei dir in. Ja, wir haben nur noch keine Strebe. Ja. Ja, Appell. Gib mir nicht auf den Sack mit deinem Appell. Komm ja schon. Ich will zum Appell. Bernd, einen wunderschönen guten Abend. So, ich war anwesend, danke. Ich vergesse immer, dass du nur leicht tippen musst. Die haben auch nichts da, ne? Die haben alle das gleiche. Ja, ich weiß. Ich hab vorhin einmal zwei Holz gesehen, aber da tut mir. Wie Pultdurchsuchung, bei wem? War nicht schwach. Boah, bei mir. Nee. Ach doch. Ich war bei dir. Echt? Die waren bei mir? Der hat das falsche Lüftungsgitter da gelassen. Wenn er bei mir war. So. Ich mach mal ein bisschen Player Unknowns, okay? Ja, wir wollen eigentlich mal ausbrechen hier. Okay, irgendein Schaden wurde repariert. What? Warum hab ich auf einmal so viele Sterne? Ich hab auch so viel. Ich weiß nicht, was wurde denn repariert? Ja, Loch nicht. Okay, bei mir geht keiner ein. So, was machen wir? Wir könnten uns theoretisch. Was wir machen könnten, wäre. Aber ich weiß nicht, ob wir da wirklich hinwollen. Also, wir könnten uns theoretisch bei dir durchgraben, aber wir haben doch. Hast du nicht noch ein Poster gehabt oder so? Bei mir ist das, was repariert wird. Das wäre die Frage. Ein Poster hast du nicht, ne? Warte. Ne, nur ein Familienfoto. Kann man das vor der Wand hängen? Wahrscheinlich nicht, denke ich. Ich glaube nur der Poster. Scheiße, ein Magazin habe ich nicht. Mann!
Also hätte ich gesagt, lass uns bei dir da hinten durchgraben, dann gehen wir durch die Lüftung und gucken in den Wärterraum mal rein, wo wir da reinkommen. Obwohl ich aber auch keinen Schraubenzieher mehr. Ich hab nur einen. Dann hätten wir nämlich ins, zum Beispiel ins... Ja, gut, da wären wir jetzt nicht reingekommen, aber hier wären wir reingekommen, in die komischen Zellen da unten. Zum Beispiel. Im Wärterraum wären wir reingekommen. Weißt du, was wir da gekriegt hätten? Oder kriegen würden, sagen wir es mal so. Aber das Blöde ist, wir müssten dann irgendwie das Loch verdecken. Und das haben wir ja gerade nichts. Wo bist du denn gerade? Bei mir in der Zelle. Oder kommen wir irgendwo hin, wo wir uns durchgraben können, wo keine Sau dann interessiert? Das ist der Besucherraum, da kommst du rein. Ach, du hast ein Fake-Gitter drauf. Ja, richtig. Ich wollte gerade zu dir kommen. Was ist das eigentlich hier? Ach, das sind Zäune. Ich bin nämlich über dir gerade. Ja, die Frage ist nur, wo sollen wir hin? So, da. Okay. Aber wo dann? Da müssen wir... Ja, wir kommen... Ach, wir müssen auch eine Leiter haben. Das heißt, wir brauchen einen Eimer. Ja, das bringt uns eigentlich gar... Was ist denn der Polizist hier? Was ist... Das bringt uns gar nichts, wir können eigentlich gar nichts machen. Ja. Gerade. Weil graben können wir nicht, weil wir da die Strebe für brauchen. Und... Es gibt noch eine Etage bei uns, ne? Ja. Etage 2 gibt's, klar. Da gibt's auch Lüftungen, aber da kommst du, glaube ich, auch nur von oben rein. Etage 3 gibt's auch. Das ist ein Dach. Gibt's ein Dach? Er muss ja. Mhm. Etage 4 gibt's auch. Okay. Was ist denn da oben? Komm denn da hin? Das hört sich so bescheuert an. Alter, was ist denn die Musik auf einmal so laut? Ich hab die vorhin leiser gemacht. Das Blöde ist natürlich, wie kommt man, in die zweite Etage kommst du von hier aus wahrscheinlich gar nicht. Ja doch, ich würde in die zweite Etage kommen, natürlich, ich habe einen Schlüssel. Aber, da oben könntest du theoretisch natürlich durch die Lüftungen, zum Beispiel bei den Medics reinkommen oder bei den Schuster. Aber bringt dir das gar nichts eigentlich. Ich lege mir erstmal hin. Der Dragul ist auch da. Oder ist das Draguls Frau? Ich glaube, er ist Dragul. Schon wieder eine Pultdurchsuchung? Was machst du denn da immer, ehrlich? Weißt du, dass das bei mir ist? Du bist ganz schön böse. Ja, meistens, wenn dann angezeigt wird, eigentlich schon. Nee. Ja, beweg dich, halt die Schnauze, blöder Wärter, ehrlich. Bin mir am Sack. Unter welchem Verdacht wird bei mir geguckt? Der Beste ist Putte suchen und die nehmen nichts mit. Weil sie nichts finden. Schaden repariert. Ungünstig. Was für ein Schaden. Frage ich mich gerade. Die suchen mich. Ach, die suchen dich? Ja, hast du wieder irgendwas angestellt. Mann, ey. Der Okura ist immer der Schwerverbrecher hier drin. Schokolade! Boah, jetzt kommt der Wärter wieder. Ich hab den Schraubdreher mitgenommen. Da kommt der Wärter wieder angelatscht. Was ist? Hä? Achso, das Frühstück. Er schreit mich direkt an. Komm schon mal nach Hause! Ich werde jetzt zusammengedrescht. Oder nein, die Hunde zerfleischen mich. Ja, die sind auch gerade fast 5 Sterne. Jetzt kannst du sowieso nichts mehr machen, fast. Ne, mich suchen die nicht. Ha! Mich auch nicht. Ich hab nichts gemacht, ich bin unschuldig.
Unschuld in Person. Die Unschuld vom Lande bin ich. So, was machen wir jetzt? Ich suche immer noch Holz für die Streben. Ja, dann lass mal suchen. Du gehst da rein oder so. Ja, die habe ich schon geguckt. Die hast du gerade schon? Mhm. Die ersten oberen vier Zellen, da habe ich schon geguckt. Auf dem Weg zum Tablet von meiner Frau. Ah, ein Holz habe ich. Da kommt der Wärter wieder angelatscht. Ja, hallo, ich bin unschuld vom Lande. Was ist los? Das ist doch so. Unschuld in Persona. Guck dir den an. Ich kann doch keine Fliege, weil es so leide tun hier, Blondie. Ich hätte eine Maske gebraucht. Hey, geh aus der Zelle raus. Ja, ja. Mitzi, was machst du denn da? Ey, was ist? Boah, jetzt werde ich. Der Hund hat was, er schnüffelt, ich brech ins Essen. Jetzt darfst du mit dem Hund an den Hunden noch niemals vorbeilaufen, wenn du was Rotes in der Tasche hast. Du kriegst gleich Gewirr. Habe ich da ein Fell über der Warden gezogen, oder? Ich habe ein Stück Holz, habe ich schon mal. Ich habe auch eins. Pass auf, wenn eine Hunde vorbeiläuft. Ja, ich kann gerade eh nichts machen, ich bin versteckt. Weißt du, der Typ mit der Socke hier, weißt du, und der Seife da drin, ne, macht keiner was. Ich bin im rechten Spind, muss links rein. Ich muss erstmal abhauen, kurz. Nimm noch den anderen! Welchen anderen? Den da, der da stand! Pass auf, den verarsche ich jetzt, den Bullen. Einmal hier rein, guck mal hier, zack, 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 links, links, rechts und geradeaus. Und, oh, ich wurde doch gehauen. Verarscht. Da kloppen sich welche, Herr Wärter. Herr Wachmeister, was ist los mit dir? Da! Boah, jetzt muss ich hin. Jetzt muss ich erstmal wieder im Schrank hocken, ey, Mann. Krok, spielst du das Spiel selber? Oder schaust du immer da nur zu? Ja, Bier zum Beispiel. brauchen wir noch irgendwas? Ein Hammer, Brecheisen? Oh, ich hab das falsche. Zu spät. Brauchen wir nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Für was brauche ich ein jetzt muss ich mal gucken, für was ich ein Familienfoto brauche. Ja, klar. Was ist denn hier los mit der Schlägerei wieder? Meine Herren. Na, Polizist? Ich war da gar nicht dran. Oh, Mittag. Oh, gleich ist Arbeit. Arbeit, Arbeit. Wie den Polizist hat nicht, wie den Wärter, der sich interessiert hat, dass ich in der Zelle da war. Ey, das ist der Chef. Tötet den Chef! Ich bin sofort wieder raus, weil ich war denn. Und tschüss. Ja. Unten läuft ein Hund. Ach gut. Der laufende Wallwelt, ja. Mein Gott, wie viele Wärter hier rumrennen. Ist doch nicht wahr. Ich habe Farbeimer. So, ich habe jetzt zwei Holz, das heißt, einen brauche ich noch, dann habe ich Schräge ja. Fertig. Ich mein. Ja. Braucht man einen Eimer? Samstag. Oh, Schwabe. Können wir machen. Ne, ja, wir brauchen drei Eimer für eine Leiter. Also ein Farbeimer. Oh, ich will da keinen Platz hier drin, ne? Uncool, die Pfeile brauche ich nicht gerade. Echt mal. Nimm mich so lange mit. Weißt du, ein Energy Drink, ne? Ja, Samsung 10. Können wir machen. Mal gucken, wenn der Anno. Ach, ich muss arbeiten, scheiße. Ah, ich muss arbeiten. Wenn der Anno aufnehmen wollen würde, dann gucke ich, dass ich das abends noch mitnehmen will. Oder Sonntag oder weiß ich wann gucken. Aber was muss ich überhaupt hier machen? Ach, doof. Eva und Sack an die Stelle auf die Sortiermaschine, bla bla bla, farbige Brüche, okay. Jetzt?
Ja, tun wir rein, danke. Brauchst du es ja einfach. Achso. Brauchst du es ja einfach. Okay. Arbeit soll erfüllt. Sehr schön. Kann ich auch rausgehen. Eingehauen. So, eine Strebe habe ich. Das heißt, wir können auf jeden Fall weiter graben. Wir graben uns hinaus. Nein, 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 was bist du für einer? Manikürset, kannst du mal kreuzweise. Oh, bist du jetzt böse, oh. Sport. Sport! Sport ist Mord. Sport ist Mord. Also eine Strebe hast du? Jo. Was brauchen wir jetzt noch? Was ist Gabe? Herr Wachmeister. Herr Wachmeister, ich werde gehauen. Ich werde geschlagen. Brauchst hier. Brauchst du noch einen Schrank mehr? Nee, zum Graben brauchen wir das noch nicht. Herr Wachmeister, Herr Wachtelmeister, hier. Ja, der da, der haut mich. Bitte den machen. Bitte den jetzt mal hauen. Was ist denn los mit euch? Oh, was ist denn hier los? Voll die Massenprügeler hier. Alter. Ah, jetzt holen sie sich mit Geld. Ey, warum denn nicht? Warum denn nicht? Hallo? Was ist denn euer Problem? Ich habe gar nichts gemacht. Oder verteidigt man sich nur in der Kiste direkt wieder hier, ey. Ich gehe bei der Dusche halt zu. Echt? Wie hat er mich gesehen? Das Spiel ist richtig lustig eigentlich. Das Schöne ist, dass man jetzt halt mit bis zu vier Mann spielen kann. Das ist halt das Coole. Ja, man muss sich reinarbeiten, wie man auch rauskommt und so, ne? Schaust nervös aus. Dritte dir der. Ja, das ist das blöde Stück von Wärter, was mir sowieso die ganze Zeit der rennt. Der hat irgendwie Hass auf mich. Da kloppen sich schon wieder welche, mein Gott. Schlitz ihn auf. Er mit dem Wischmopp. Was war? Wie, was hab ich vor? Was, Knur? Hau doch ab! Ach, ich hab eine Pfeile in der Hand, scheiße. Ich glaube, muss ich Pfeile mal loswerden. Verdächtige Einsicht! Verpiss dich! Ihr habt da die Pfeile, Gott haben. Reingehauen. Zwei Pfeilen brauchen wir, ne? Verriegelung, weil Okuras die Dingens verpasst hat. Ja, ich muss wow, jetzt fall ich um. Mann, jetzt ist mein Klamotten wieder weg. Die haben mir sogar meine Energy-Drinks weggenommen. Komisch aus. Teddybärenmütze und darunter habe ich die Eishockey-Maske. So.
Weil ich jetzt Kumpel von dir bin, bin ich jetzt auch hier in Isolationshaft oder was? Ja. Du hast auch was gehabt. Was denn? Nee, ich hab gar nichts gehabt. Meine Pfeile habe ich auch nicht geschmissen. Guck mal im Spiegel, da siehst verdächtig aus. Ja, ist klar. Meine Pfeile habe ich im Gang auf den Boden geschmissen. So, ich darf raus. Tschö. Muss eine Kartoffel schälen, dann kommt's früher raus. Ja, ich habe aber mein Leben erstmal von da gemacht. Ach, Schnickschnack, braucht keiner. Wer ist das schuld, du, ne? Du bist das schuld, du Sackgesicht, du. Ja, Mami, du kannst ruhig in der Mami schreien, du altes Dreckstück, du. Komm her! Ich hätte einen Poster hingelegt. Mann. So. Aggression abgebaut. Die Seife beim Duschen war es so. Ne. Nö. Aber Seife gibt's ja, aber. Da wäre so ein Gag, ne? Sollen wir nächstes Mal beim Duschen einfach mal so ein Stück Seife auf den Boden schmeißen? Mal gucken, wer da aufhebt. Das hast du doch gestern schon gemacht. Hallo? Was hast du denn für Tee? Ein Baumstamm? Nee. Nö. Was ist ein Magazin? Poster zum Beispiel. Gabe, geh mal eine Seite, ich muss mal da Dinge durchsuchen. Gabe, mein Freund. Mein Freund und Kupferstecher. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, was hast du auch immer alles bei, ehrlich. Da ist ein Stück Seife, guck mal. Aha. Döschen mit Farbe. Ja gut, das ist für Leitern gar nicht so schlecht. Ein Döschen? Aber die Leiter bräuchten wir eigentlich nur, wenn wir wirklich versuchen, durch Lüftung irgendwo hinzukommen. Ja. Boah, jetzt kommt da wieder so ein blöder... Was ist? Ich hab nur ein Stück Seife in der Hand. So. So, ich hab alles für ein Poster. Ja, was ist ein Kissenbezug? Ich hab keine Ahnung. Den Pinsel nicht. Weil die Frage ist, was machen wir? Graben wir gleich weiter? Ich würde sagen, ja. Ja. Ja, ja, Appell. Ich komme. Ja, ich war anwesend. Danke. Hier schon meine Zelle. Oh, meine Laken sind weg. Really? Ich habe gerade meine neue drauf gemacht. Boah, ey, was ist denn euer Problem, Freunde, mit den Laken? Lass sie doch einfach mal hängen, ey. Jetzt muss ich eine neue holen, ey. Pass auf, da kommt einer. Ja, ja, ich brauche ja nur einen Laken. Ja, ja, geh weg da, als Schnauze. Als Schnauze, Junge! Junge? Junge! Junge! Weißt du, mit dem Bettlang, das ist sowieso der Geist, das ist überhaupt nicht auffällig, ne? Wo ist die. Ey, die haben die Strebel geklaut. Ich breche ins Essen. Die haben meinen Pult durchsucht. Deswegen habe ich auch vorhin aus dem Mett gekriegt. Boah. Die Strebel tut man doch einfach. Hab ich ja. Du hast aber einen Poster, ne? Ich hab da. Da war nee, mir fehlt der Pinsel. Okay. Mann. Warum hab ich jetzt. Ach, Scheiße. Also können wir nicht weitergraben. Ohne Strebe also, nicht. Dann legen wir uns hin. Können wir nichts machen.
Das eine auszubrechen ist total easy. Die eine Art, aber. Oh, ich drücke immer die falschen Tasten, ne? Ich muss gleich mal meinen Pult aufräumen. Da ist so viel Müll drin. Du bist fleißig am Essen. Ich bin groß und stark wie in der Banause. Ja, sicher. Der Gelb hat mir schon wieder eine gegeben. Den hau ich gleich so oft um, ne? Deswegen greift er dich doch an. Ja, und? Der Tisch hier sind Pinsel, wenn du welche brauchst bei mir. Künstlerpinsel, wenn da die sind. Ja. Ich stelle mir das richtig schwer mit vier Leuten vor, weil du hast ja dann im Prinzip immer vier Leute, die im Prinzip Loot brauchen. Und da musst du erst mal gucken hier. Also wenn du einen Kamm hast, ne? Mhm. Auf Platz 1, dann gehen die Mauer, zu einer Mauer gehen und dann Leertaste. Dann hast du einen Messerkamm. Okay. Gut zu wissen. Kommen wir mal einen Kampf hin. Ja, wenn ein Schraubenzieher durch die Gegend. Okay, ich habe eine Büroklammer gefunden, das ist gut. Was brauchte ich noch für den Schocker? Tape, habe ich glaube ich sogar. Da liegt ein Magazin rum, das ist auch gut. Wer weiß, wer das wieder liegen gelassen hat, ehrlich. Jetzt habe ich eine Peitsche. Okay. Ja, da stand gerade einer mit einer Peitsche, den habe ich erstmal ausgenockt. Ach, hast du denn verprügelt? Ach so ist das. Er schwartet hier die Leute um. Frag mich, tolle Peitsche, was da rein muss, dass du tolle Peitsche rausmachst. Keine Ahnung. Ich habe jetzt wieder ein Holzstück. Ich brech ins Essen. Kann weg. Lieber das nach oben. Ich guck mal, was mein Besucher ist. Warum habe ich einen Farbeimer bei mir drin? Also der Klo vom Nachbar, das frisst aber viel, muss ich sagen. Ich auch nicht. Buch brauche ich zurzeit auch nicht.
Weil das, was hat der für eine Klospülung? Wenn ich bei mir was reinwerfe, dann ist sofort Klo verstopft hier. In meiner Zelle. Ich habe bei dem gerade schon Gitter reingestopft, Klopapier. Alter, der Typ hatte gerade zwei Kämme mit Rasierklinge. Kam aber zu schnell der Sunny. Also Boss verteilen hier. Fertig. Sehr gut. Die Frage ist, kann man ja eigentlich sonst mal irgendwas klauen? Ich glaube nicht, wahr? Aber ich könnte. Warte mal, während der Arbeit könnte ich mich ja rausgraben. Ja, ich könnte auch Gitter machen. Hallo. Guten Tag. Problem ist halt nur, da bringt ihr gar nichts, weil die, glaube ich, Wachtürme sind. Ja. Da oben ist einer. Das ist ja. Da unten ist einer. Ich glaube, ich habe gerade einen blinden Wächter gehabt. Hey. Ich habe einen Feuertuch gerade beim Besucher gekriegt. Ja? Ich könnte noch einen Schlüssel machen, wenn ich einen anderen hätte als den gelben. Wir brauchen Holz. Holz. Das ist auch geil. Arbeit und dann Sport. Ja, Holz brauchen wir, brauche ich sowieso, brauche ich auch noch zwei. Ja, yeah, das meine ich ja. Das brauchen wir ja. Ja. Ja, Bernd, morgen TTT natürlich. Und gute Nacht. Und vielleicht vorher was anderes mal gucken. Weil morgen, ich habe ja wieder Frühschicht. Das heißt, man könnte auch vorher ein bisschen was screenen. Mal schauen. Ciao, Bernd. Okay, Pinsel habe ich. Mal, hat hier keiner Holz? Von der Ritze. Einmal Holz habe ich. Du brauchst auch Holz, ne? Jo. Wo bist du? Ich glaube, ich muss mich mal beschweren, ich will auch die Zelle hier haben. Das sieht sauber aus.
macht er voll den Hechtsprung. So, Poster habe ich. Gerade fertig gemacht. Der Gabe geht hier mir um den Sack, hör mal. Er wollte gerade schon wieder Prügel haben. Ich sehe nicht, aber er wollte Prügel haben. Okay, Strebe hast du jetzt fertig, ne? Nee, fehlt immer noch ein Holz. Du brauchst drei Holz dafür und zwei habe ich. Ah, vielleicht finde ich ja noch ein Holz. Ich glaube, die muss man zeitnah bauen, weil ich glaube, das ist so ein Teil, was die auf den Schirm ruft, die Werte. Nina Wittmannhause! Komm du. Ich glaube, hier war ich gerade schon. Gerade etwas sauber. Also ich habe wieder einen Elektroschocker. Provisorischer Elektroschocker. Hauptsache der Herz hat Elektro. Das ist gut. So Holz. Holz. Ja, mach ich doch. Was ist denn da? Im Wärterraum ist auch so ein Pult. Ich bin doch schon dabei. Ich versuch's doch. Ich bin am Suchen. Ja, so du hast einen Elektroschocker gemacht. Ja, das stimmt. Auch. Ich kann so einen Wärterraum knüppeln. Vielleicht hat er einen anderen Schlüssel. Wenn du gerade wieder so viel Wert hast, was ist denn los hier? Was soll denn das? Die machen mir Angst. Hier hängt einer tatsächlich in der. Was willst du denn? Warte, oder was? Was ist denn mit dir denn dein Problem, Junge? Da rennt der hinter mir her. Ich dachte, er hat erstmal eine gekriegt. Mann, hat mir gerade bestätigt, das Badezimmer ist wieder okay. Okay. Deshalb. Viermal ist pleite gegangen. Was? Und dazu kommt noch. Die Bankkonten sind leer. Oh, schon so spät? Bist du beim Besucher? Ja. Ich komme mal. Ich habe Tape bekommen. Tschö. Ach, schade, geht nicht. Meine Peitsche weg. Ma, wollt ihr mich verarschen? Hab ich das voll verpeilt? Hab ich die Peitsche abgegeben? Alzheimer lässt grüßen. Ich glaube, ich habe leider denselben Besucher erwischt wie du. Letztlich dasselbe. Ja, scheinbar kriegst du nur einmal wieder am Tag, okay. Jetzt fehlt uns wieder ein krüppeliges Stück Holz, ey. Boah. Ja, ihr habt mich gesehen. Hier, bitteschön, danke, tschüss. Nicht zu fassen, ey.
Bin mal gucken, falls ich doch was finde noch. Ja, ich suche auch schon. Ich glaube, in denen ich war schon fast bei allen jetzt. Also Kacke. Kann ich ein Stück Holz zu verkaufen, warte mal. Ja, einer. 60 oder so. Aber ist mir egal. Du nicht? Du? Nein. Du? Nein. Du? Nein. Nein, nicht alle wegrennen! Boy, Penner! Boah. Ehrlich. Könnte ich den Wächter direkt umschmieren hier, ne? Nein. Aber du hast ein Poster fertig, ne? Das haben wir bei dir. Können wir uns bei dir auch durchgraben. Ein Loch hinten rein. Na komm. Ein Barrel. Oh, ich hab die Attrappe vergessen. Ich hab... Ach, wo habe ich die Attrappe noch? Ja. Bin mal kurz AFK. Jo. Die ganze Erde hingelegt hat, ich glaub's ja nicht. Hier ist ein normales. So, wieder der. Bei dir ist ein normales Lüftungsgitter, ne? Ja, soll ich aufmachen? Ja, wäre nicht schlecht. Guck mal, der hat auch schon versucht, ein Loch zu graben unten. Aha. Dauert ein paar Sekunden. Ist offen. Wird ist offen. Ja, ich komm ich da runter? So. Wo willst du das Loch haben? Hier? Können wir machen. Meinst du, dass ein Poster reicht da? Also, jedenfalls habe ich so gelesen, dass wir ein Poster vorhaben. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. So. Ja, flieht! Schade, jetzt kommen wir nicht weiter. Problem ist natürlich, ich könnte uns natürlich noch weiter hier rausbuddeln, aber bringt uns halt sehr wenig. Ja, wir brauchen zwei Pfeilen. Wow. Wir brauchen zwei Pfeilen und Tape, damit wir eine Schere bauen können. Und davon brauchen wir mindestens zwei Stück. Wow. Hat's vollgebracht. Ich werde nichts sagen, aber Poster kannst du ja nicht aufhängen. Hast du gehört? Einen Moment.
Nick Lackmeier hätte jetzt hier. Du kannst Poster nicht verfolgen, okay? Okay, ich kann mich ja. Soll ich in den Zwinger graben? Nee. Was kann man denn davor hängen? Ich glaube, du musst die Fake-Steine dafür haben. Hübsches Gemälde. Hast du nicht ein? Ich habe noch. Doch, hab ein hübsches Gemälde. Hier. Du hast ein hübsches Gemälde, kein Poster. Ja. Ja, was denn jetzt? Hübsches Gemälde ist das. Ja, du musst hättest ein Poster haben müssen. Gibt's das überhaupt? Poster? Sicher, gleich am Anfang. Der erste Poster, da ist es. Magazin und Tape. Ich hau ab. Tschö. Ey, nein, hör auf. Was denn jetzt? Ey, lass mich raus. Okay, komm. Will ich in den Knast? Bin ja schon im Knast, schade. Toll. Bin jetzt sehr gefickt, ja. Aber du hast ein Loch in der Wand, ne? Wollte ich mal sagen. Ja, weil du da ein Loch reingemacht hast. Wer? Du. Weiß ich nicht. Da weiß ich nichts von. Also in den Tisch. Mauerstein habe ich jetzt. Ja, den brauche ich. Den musst du bei mir reinmachen. Ja, einen normalen Mauerstein habe ich nur, ne? Wie macht man den Fake-Mauerstein? Du brauchst noch zweimal dieses Pappmaché für. Ach da, falscher Mauerstein. Zweimal Pappmaché und eine Tinte. Tinte habe ich. Ja, ich komm gleich mal rüber. Vielleicht kann man den Mauerstein da noch reindrücken. Lach nicht so. Ich mach mal gleich bei dir da ein Loch rein. Komm noch. So ist der Banause. Richtiger 31er-Move macht er hier. Überhaupt nicht. Hallo. Ich bin der Liebste von Welt. Was machen wir denn mit dem Gemälde? Wollen Sie irgendwo hinnehmen? Ja, das, keine Ahnung, für was das ist. Ja, auch nicht. Das ist ja das Lustige. Ja, toll. Der Wächter ist gerade beim Nachbarn reingegangen. Ist das nicht bei mir? Nein. Ich komme gerade dahin, zu dir. Und zu versuchen, den Mauerstein da wieder reinzudrücken. Ich habe Tinte, habe ich. Ja, und zweimal brauchst du Pappmaché. Ja, du kannst einen Mauerstein wieder da reinmachen. Die Maus wieder zu. Echt? Echte. Ja. So, hab ich wieder repariert. Tatsächlich sieht viel neu aus. Was ist denn? Ja, eben. Ich bin da lieb. Ich repariere das. Na, ich krieg nur Ärger hier. Okay, ich habe noch ein Holz, ich habe da dritte Holz für die Strebe. Ein Familienfoto, toll. Frühstück einmal kurz zeigen. Boah, in die Küche, da kannst du schon auch richtig was klauen. Das heißt, wir könnten vielleicht mal heute Nacht endlich mal weitergraben. Ihr Victor-Banause? Nö. Zwei Pfeilen brauchen wir. Und Tape. Fallen? Ja, um eine Schere zu machen, um es jetzt aufzuschneiden. Gitter. Also die Gitterstäbe kriegst du mit Dingens auf, mit einer Pfeile. Ja, ich meine den Zaun. Tape habe ich schon eins. Ja, Zaun, du hast einen Seitenschneider, das ist richtig. Du hast ja nichts zu suchen, Banause. Boah, Wärter, geh mir nicht auf Eier, ey.
Muss ich gleich leider töten oder sonst irgendwas. Jedenfalls nichts Gutes. Das sag ich dir jetzt schon. Wow. Komm, 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 komm. Also die Musik, die hier läuft, ist ja eigentlich zum Einschlafen, ne? Ich habe gar keine Musik an. Ich habe auch Tinte. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich die Musik an- oder ausmachen soll. Ich habe die extra nicht an. Ja. Ich habe letztens wieder schon so bescheuerte Urheberrechtsdinger gekriegt. So, wo eigentlich nur so Rauschen im Hintergrund war. Ja, ein bisschen. Ich hab letztens was gekriegt. Da war die, da waren welche am Reden. Und ja, ich habe letztens einen auf viele Videos gekriegt, weil da so ein Rauschen im Hintergrund war. Und irgendwer hat dann gemeint, dass da irgendein Musikstück wohl sein soll. Ja. Bei mir waren sie welche am Labern auf Englisch und dann Musik. Irgendein Lied. So, what? Die haben sich unterhalten, da lief nicht mal Musik. Ja, manchmal ist das ein bisschen komisch, ja. Ich habe jetzt gelesen, ich habe jetzt mal Lustiges gelesen. Du weißt eigentlich, dass einige Kanäle dicht gemacht wurden auf YouTube. Wegen Doom. Doom? Ja. Okay. Warum das denn? Da hat wohl der Algorithmus von YouTube hat wohl ganz viele Doom-Videos gestrikt. Also von, das ist ja jetzt schon über ein Jahr alt, das Spiel. Und wenn du da 3 Strikes kassiert, ist dann Kanal weg. So, und da wurden wohl jetzt richtig viele Kanäle gesperrt, deswegen. Okay. Jetzt, das Problem ist halt, man weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt von irgendeiner offiziellen Seite kommt. Dass das die Strikes halt, weißt du, dass die von dem Inhaber, also Bethesda, kommen oder so. Also Bethesda hat ja bis jetzt gesagt, das kommt nicht von denen. So. Und das ist halt die Frage. Und was das kommt. Komisch. Ja. Ist halt sehr ungünstig für, ich sag mal, einen Kanal, wenn der gesperrt wird dadurch, dafür. Da kriegst du richtig Probleme mit sowas. Ich hab mitgekriegt, dass... Mauerstein. Ach, komm nicht zum Mittag, scheiße. Ah, ich hab's verpasst. Nein. Ja, Entschuldigung. Hallo Snake, na alles klar bei dir? Oh, ich sollte mal arbeiten gehen, aber mit leerer Tasche. Wie gesagt, mal gucken, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Mit dem Doom-Fall da. Ich hab's mitgekriegt, dass welche nicht mehr monetarisieren können. So ja, CSGO und so. Das ist voll anderes. Das ist auch, wenn du Strikes bist. Ja, aber die haben keine Strikes. Das war einfach so. Die haben das einfach so weggemacht. Ja, das hat was mit den Views zu tun. Nein. Das ist, doch. Weil, was war das? Der hat was gesagt dazu. Meinst du jetzt, weil wegen dem Dingens da? Wegen dem, YouTube-Richtlinien. Ja. Ja, das habe ich auch. Aber da kriegst du die Monetarisierung nicht ausgeschaltet für. Nur für das jeweilige Video, ja. Aber nicht für alles. Der Bibernator. Kennst du?
Ja, interessiert mich nicht, wie der heißt, aber ich hab das auch. Und da kriegst du nicht alle Monetarisierung abgeschaltet. Dann ist das Blödsinn, was der erzählt hat. Der hat das, der hat sogar gezeigt, dass das so ist. Ja, dann ist, interessiert mich nicht. Ich hab das auch. Das kann ich beweisen sogar. Da steht einfach nur drauf, an den Videos steht einfach nur dran, eingeschränkte Monetarisierungsoptionen, weil wegen Community-Richtlinien. Fertig, Punkt, Ende, aus. Mehr steht da nicht. So. Ich weiß nur, was die gesagt haben. Ja, das ist doch, wie ich schon mal sagte, sagen kann man viel. Ich hab's selbst auf meinem Kanal. Ich könnte jetzt sogar die Szene wechseln auf meinem Desktop, könnte ich dir sogar zeigen. Ja, er hat's ja auch gesagt. Was ich aber nicht machen werde. Ja, dann hat er aber richtig Scheiße gebaut. Ganz einfach. Und das dann mit Community-Richtlinien abzuspeisen, das ist Blödsinn, weil das ist einfach eine Falschinformation. Ich weiß nicht, was der gesagt hat. Ja, ich war aber schon draußen. Das ist nämlich das Problem. Das ist immer dieses Halbwissen, was manche dann verbreiten. Und das ist Kacke. Und das ist egal, wie der heißt. Das mit den Community-Richtlinien, das ist schon lange bekannt, dass da mal auf manchen Videos wurde irgendwelche komischen Aussprachen hast oder machst oder sowas. Nein, das ist wegen Terror momentan, haben die gesagt. Es sind mehrere, mehrere sind so geschnitten worden. Montana Black hat das. Das hat aber nicht nur was mit dem Terror zu tun. Ja, weiß ich nicht, aber wenn einer mit fast 2 Millionen Abonnenten auf einmal bis 95% seiner Videos nicht mehr monetarisieren kann. Ja, dann sollte er vielleicht mal an seiner Aussprache immer arbeiten. Und nicht mit dem zweiten Wort Ficken sagen oder so. Das sagt er ja nicht mal. Glaub's mir, das steht dann dabei, wenn du das hast. Das steht da zum Beispiel wegen Aussprache oder wegen sowas. So, sag ich in jedem zweiten Video Bombe oder Terror oder sonst irgendwas, dass bei mir Videos dann gesperrt werden dadurch oder Monetarisierung gesperrt werden? Nein, glaube ich nicht. So. Ich kann nur sagen, was der da jetzt vor sich geht. Ja, dann soll er an seiner Aussprache arbeiten. Die Community. Das sind mehrere große YouTuber, nicht nur einer. Ja, ich weiß, der Gronkh hat das auch. Ja. Und der hat dann Statements schon zu gesagt. Warum das ist. Das ist einfach wegen der vulgären Aussprache, die manche machen. Und bei Gronkh ist das genauso. Bei mir sind meistens nur Videos davon betroffen, sowas wie PUBG, sowas wie Dead by Daylight, sowas wie, was haben wir noch gespielt? Freitag der 13. war nämlich auch so ein Fall. Und da ist halt, weil ich da auch fluche in den Videos. Ganz einfach. Und Gronkh hat das auch so gesagt. Die Community-Richtlinien von YouTube besagen, die haben die angezogen mit der Aussprache. Die sogenannte vulgäre Aussprache. Punkt. Und Gronkh ist, glaube ich, einer der größten. Und ich glaube, den kann man damit auch glauben, wenn er das sagt. Kam sogar ein Video von ihm dazu. Von dem einen auch. Ja, ich glaube aber, Gronkh mehr als irgendeinen anderen. Und ganz gesperrt wirst du nur durch Strikes. Die Monetarisierung. Oder wenn du zu wenig Views hast. So. 200.000 Views pro Video ist aber nicht wenig. Ja, deswegen sag ich ja. Also wird der einen Strike kassiert haben. Und wird das einfach nur nicht gesagt haben. Oder aber er hat sowas von Scheiße gebaut, dass er in ihrem Video irgendwas erwähnt hat, was gar nicht gut war, was die amerikanische Firma YouTube gar nicht mag, dann wird das auch ganz schnell gemacht. Ganz einfach. Weil ich glaube nicht, dass YouTube willkürlich Leute die Monetarisierung sperrt, die über 200.000 Views pro Video haben, wie du gerade gesagt hast. Das glaube ich ja weniger. Dann werden wir, ich glaube, selbst schon schön blöd. Ich weiß aber nicht, ist mir auch egal. Ja, mir ist das auch scheißegal. Nur weil einer was erzählt, wie gesagt, das ist halt Halbwissen. Warum liegen wir denn vor, hä? Ach, der Gelb hat sich schon wieder geprügelt, alles klar.
Aber nur weil im Bier mal Biber NATO, Montana Black oder sonst wer was erzählt, ist das immer so eine Sache. Ja, ist trotzdem eine Sache, wenn du nach 6 Jahren auf einmal oder so selbst auf einmal. Ja, es wurde aber, das kann ich dir sagen, weil ich davon selbst betroffen bin, es wurde ganz einfach die Community-Richtlinien von YouTube geändert, was die Aussprache betrifft oder was für, ja, ich sag jetzt einfach mal, die Videos werden geprüft, wenn da gewisse Wörter fallen, ich sag jetzt einfach mal vulgäre Aussprache, wie Fick, ey, du Arschloch oder sonst irgendwas, ich keine Ahnung, was für Wörter. So, dann werden die für Monetarisierung, da steht, die werden aber nicht gesperrt, da steht einfach nur, die werden eingeschränkt. Das ich heißt, die werden nur gewissen Werbetreibenden zur Verfügung gestellt. So. Und das war's. Mehr steht da nicht. Ja, damit ja, dagegen kannst du angehen. Vielleicht ist er auch dagegen angegangen, gegen ganz viele. Und wird deswegen gesperrt. Was weiß ich? Hast du doch gesagt, er hat gesagt, er ist gesperrt. Nein, die Videos sind nicht mehr monetarisiert, mehr nicht. Die haben komplett alle Videos mit CSGO bei dem aus der Monetarisierung weggemacht. Ja, weil das gewaltverherrlichend ist. Ah. Ja. Trotzdem, es ist, Existenzgrundlage ist jetzt rein theoretisch weg. Ja, das interessiert aber keinen. Was habe ich schon mal gesagt? Wenn man sich eine Existenzgrundlage für mit YouTube spaut, ist man selbst schuld. Ganz einfach. YouTube kann seine Richtlinien ändern, wie sie wollen. Ganz einfach. Und wenn die sagen, weil das mit dem Terror kam, gewaltverherrlichende Spiele haben bei Werbetreibenden, die möchten das nicht mehr, dann kannst du dagegen nichts machen. Punkt, Ende, aus. Und dann ist passiert. Seitenschneider habe ich schon mal. Na, Freizeit, gut. Ich brauche noch eine Feile. Und das wurde sogar in den Medien sogar gesagt, dass das so ist. Was willst du wissen, Snake? Oh, Pfeile. Hab ich noch Gaffer-Tee? Ja, aber ich finde immer lustig, wie sich da die Leute dann drüber aufregen. Das ist sowas von schwachsinnig. Dann sollen die Leute vernünftig arbeiten, gehen. Punkt, Ende, aus. Warum? Wenn sie so viel Geld verdienen können, dann verdienen sie halt so Geld. Es gibt ja auch Maler, die Geld verdienen, und das ist auch kein richtiger Job. Und kennst du das, dass du eine AGB annimmst und da drin steht, dass die jederzeit änderbar ist, geändert werden kann? Ja, normal. Also. Ja. Im Prinzip ist das keine richtige Arbeit, Let's Plays machen. Es hat mit Arbeit zu tun, das ist richtig, aber du bist selbstständig. Und du machst sie abhängig von einer amerikanischen Plattform. Und wenn die entscheiden, ich ändere was, das ist genauso, wenn du bei Google irgendwas machst oder bei Twitter oder bei Facebook oder sonst was, die ändern irgendwas. So, Punkt, Ende. Kannst du wieder Arbeitsamt, kannst du wieder stempeln gehen. Ist auch schön. Aber muss ja nicht jeder meine Meinung vertreten. Ich würde es nicht anders machen, wenn ich YouTube gehören würde. Schusterei? Maler kannst du ja machen. Du kannst noch Poststelle machen. Und Müllverarbeitung. Die meisten sind Skillsystem. Ja, du hast ja hier. Skillsystem richtig gar nicht, ne? Kannst du halt Stärke aufbauen, Fitness. Dann musst du halt Verstand aufbessern. Dann kannst du halt hier Sachen basteln. So. Streber hat es fertig, ne? Nö. Hat es kein Holz mehr gefunden? Ich habe Holz. Ja, habe ich mal geguckt. Das ist Fantasy-Rollenspiel, ne? Oder Science-Fiction-Rollenspiel. Sieht geil aus. Sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Schön, wie alle Knöckchen weggesperrt sind. Soll ich zu dir kommen? Ja. Weißt du nicht, vielleicht bist du noch was am Vorbereiten oder so?
Kannst die Puppe da reinlegen, Mann. Wie gut, dass mein Gitter beim ersten Mal aufmachen wieder kaputt ist. Also das sollten sie nur ändern. Ich glaube, das Gitter lohnt sich nur, wenn du wirklich am gleichen Tag abhaust. So, und einfach weiter geradeaus. Ja, klar. Kommt jetzt Oktober raus, ne, das Spiel, Snake? Ja, ich hoffe, nicht mein Pult. Der war bei dir im Pult. Ende? Ja. Okay. Nein! Wehe! Wehe! Die haben Schaden repariert. Nein! Was denn? Oh nein, nicht bei mir. Halleluja. Nee, ich auch nicht. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal da. Fast bis zum Parkplatz. Problem ist, wenn ich da richtig gesehen habe. Mein Spiel was? Hängt wieder. Okay. Ja. Problem ist. Boah, jetzt kann noch ein schöner Weg bis nach draußen. Ey. Die reparieren gerade meinen. Zum Glück bin ich schnell hingekommen. Der repariert gerade mein Gitter. Und ich bin im Pult Inhalt wieder drin. Buddelt euch nach Polen durch, dann seid ihr straffrei. Hat er recht. Ja, wer weiß, wo wir hier gerade sind, welchen Kontinent. Dann sind wir aber lange am Buddeln. Aber von uns aus ist Holland näher. Würde ich mal sagen. Frag mich, woher das kommt. Keine Ahnung, ich denke mal, das sind noch Bugs. Ein paar Bugs sind bestimmt noch, sind ja neu im Spiel. Oh, ist denn am Weg, ey. Wir sind gerade mal bis. Wo sind wir jetzt? Da. Ach, wir sind sogar schon draußen im Prinzip, oder? Ne, in der Mauer sind wir. Ein weiter wären wir sogar schon auf dem Parkplatz. Problem ist nur eigentlich, da sind Wachtürme. Das heißt, das ist eigentlich unmöglich. Wir müssen dann echt bis hinterm Zaun graben eigentlich. Wegen den Wachtürmen. Oder wir müssten hier reinkommen und da. Ne, das ist auch blöd. Was hat wer das Licht ausgemacht? Was ist los mit dir? Der Wachmeister. Genau, schieb mal wieder ab. Ich kann nicht mehr Escape drücken, um das Spiel zu schließen. Okay. Das Lustige ist. Ich kann bis auf die Schaufel alles in meinen Pult reinstecken. Aber sonst nichts. Die Schaufel kriege ich nicht in den Pult rein. Das hatte ich doch gestern auch. Mit dem Pult. Ah, endlich.
Nee, echt jetzt? Na, scheiße. Da muss ich das Spiel mal noch starten. Und Snake, bist du jetzt eigentlich schon auf die neue, auf der neuen Arbeit? Ach ja. Und ist gut. Ah, toll. Wenn der Morgenappell kommt, bin ich erstmal eingesperrt. Toll. Wenn der Morgenappell kommt, bin ich erstmal eingesperrt. Endlich. Toll. Was denn? Ja, ich konnte kam aus dem Pult wieder raus. Flieg jetzt. Das ist gut, freut mich. Ich gehe erstmal zum Appell, bevor ich jetzt die Puppe in meinem Schränkchen packe. So, jetzt brauchen wir wieder drei Holz. Ich habe zwei Holz. Ja, ich habe nur eins. Ja, warte, ja. Komm zu dir gleich zur Zelle, wenn wir frühstücken wollen. Frag mich, für was Schmugglerware ist. Ich frage mich, ich habe noch nie eine Rasierklinge hier gesehen, ne, im Spiel. Kannst du, glaube ich, auch nur, ich denke mal, irgendwie kriegen oder keine Ahnung. Der Knast ist in Polen, kannst du einfach alles klauen, stört keinen, ja. Ich habe nur Probleme mit der Schaufel. Sobald ich die Schaufel versuche reinzutun, kackt das Spiel ab. Jo, Dragul, gute Nacht. Ciao, Dragul.
Ich bringe dir jetzt gleich das Holz, ne? Ja. Achso, ich wollte noch mal loswerden. Snake, ich möchte bitte, dass du mich entfollowst. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man in anderen Kanälen über mich lästert. Dankeschön. Was hat der denn? Boah, geh doch mal aus dem Pult raus, Mann. Ich suche aber noch ein bisschen Holz, dass wir noch ein paar Streben kriegen. Ja, ich habe 3 schon. Also eine Strebe haben wir schon mal. Du hast auch Holz, ne? Ja, ja. Dann haben wir schon mal eine. Safe, dann hast du schon mal ein Holz und dann. Oh. Ich habe leider Tasche voll. Ich habe jetzt, ich glaube, 3 Holz. Ich danke dir, Lucky Loser, für die Loots. Alter, geh doch mal bitte raus hier, ja, Mann. Du musst die Schaufel loswerden. Ich, die darf ich nicht mit. 100% ist das die Schaufel, die Ärger macht. Ich denke. Ich habe gerade alles reinlegen können. Wo ich die Schaufel geklickt habe, hat nichts mehr, ist nichts mehr passiert. Jetzt kommt der blöde. Nein, nee, doch nicht. Der Wärter kommt. Aber wir machen gerade die ganze Zeit Speicher, Speicher, Speichern, Speichern. Boah, Banause, komm da raus. Wie Ui-Dieb. Ich hab irgendwas gemacht. Das ist ein Problem, Junge. Zum Glück bin ich hab nur den Tisch geguckt, ey. Hä? Zum Glück bin ich bei mir in der Zelle. Sonst hätte ich jetzt 5 Sterne und alles Mögliche. Toll, Mittagszeit. Ich hab gleich Sterne. Why? Weil ich immer noch da drin hänge. Oh, endlich. Oh, bist voll, okay. Ich mach gleich die Strebe. Mittagszeit, nee, lass sie erst abends machen, wenn. Ich bin schon da gewesen. Lass sie mir abends machen, weil ich habe immer das Gefühl, dass sie dann den Pult, das Pult durchsuchen. Ich kann doch schon kurz runtergehen und das reinmachen. Achso, ja gut, das kannst du auch, klar. Stimmt. Musst du dann ganz, ganz vorne dran sitzen. Also ganz nah an dem Feld, wo wir als Letzte gerahmt haben, so. Leck mich doch mal Arsch. Erstmal Arbeit, 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 Arbeit. Boss ist so einfach, ne? Schnell lauf! Lauf, lauf! Schaff ich das? Bist du eigentlich immer noch Schuster? Ja. Ist das jetzt hin, ja, ne? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Du hast das Rezept in den, So, fertig. Mal gucken, ob ich noch 2 Holzstücke finde, dann hätten wir 2 Streben. Dann werden wir auf jeden Fall ein Stückchen weiterkommen. Weil dann werden wir 6 Felder weiterkommen. Komm, Wärter. Danke. Oh, das ist Energy. So. Arbeitszeit. Arbeitszeit danach war Sport, ne? Wenn du einmal den Dreh raus hast, ist Schuster eigentlich voll easy. Da gilt für den Verdienst da. Wie gesagt, Post ist noch einfacher. Da musst du einen Postsack reintun und dann einfach Farben sortieren. Fertig. Das war's. Alter, warum bin ich nackig? Brauchst du maximal eine halbe Stunde im Ingame hier. Ich habe keine Klamotten mehr. What is that denn? Ich lauf gerade nackt rum. Alter, was ist das für ein Kack? Wurde ich gerade beim Laufen beklaut oder was?
Ja, woher denn? Ich habe keine Klamotten. Ich renne nackt rum. Ja, was soll nur ein Unterhemd an? Ja, verklopp mich gleich. So, duschen wir euch auf. So, Holz noch ein bisschen. Guck. Da sind nur Nägel drin. Wir können auch die Kiste zusammenbauen, aber da kann wahrscheinlich nur einer mit raus. Ja. Ja, und erstmal da reinkommen. Wo? Ja, ich schieb mich. In dem Teil da, oder was? Ja. Also alleine bin ich noch am klügeln, wie ich da reinkomme. Einmal bin ich ja schon ausgebrochen, das ist ja einfach. Steck's weg, Okuras. Wenn ich sehr nackt kommen kann. Nackt, ah, das ist sogar eine Errungenschaft, nackt zum Mittag. Wie geil ist das denn? Kriegst du einen Erfolg für? Ja, kriegst du. Bist du jetzt auch nackig reingegangen? Nee. Ich habe mir so ein paar Erfolge letztes Mal durchgelesen. Ein paar lustige dabei, ja. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Mein Gott, geh mir nicht auf den Zeiger, du blöder Wärter. Guck, was der Trottel sagt er gerade. Freizeit! Jetzt kein Holz mehr gefunden hat. Zweimal ja, Holz habe ich für eine Strebe haben wir ja, aber weil wären halt geiler. Boah, jetzt rennt der Wärter wieder hier rum, ey. Was ist denn sein Problem? Hast du Spaß, fragt er. Wenn du hier rumläufst, nicht. Hast du einen reingetan? Ja, der ist schon drin. Ich habe schon einmal noch gegraben. Okay. Ja, ein Holz fehlt jetzt noch. Dann wäre wieder eine Strebe fertig. Ich habe jetzt keine Schaufel mehr. Okay, dann brauchen wir sowieso erst eine neue Schaufel. Was brauchen wir denn dafür? Die erste braucht man einen Griff. Was ist das? Blech. Das habe ich gerade irgendwo gesehen. Griff kann ich glaube ich gleich machen. Genau, da ist halt Blech. Mich würde trotzdem so. Da ist eine Pfeile. Alles gut. So, der Weißprinz. Und zack, da habe ich die erste Schaufel schon. So, zweite. Blech und Tape nochmal, okay?
Blech und ein Tapel. Achso, ich war beim Besucher noch gar nicht heute. Oh, der gibt. Ich habe 2 Farbeimer. Falls wir brauchen. Für Leiter. Brauchst du 3? Ja, ich habe 3. 2 habe ich jetzt gefunden und einen habe ich. Na, wie gesagt, Leiter ist so eher. Das bräuchten wir, wenn wir durch die Lüftungsschächte abbauen, damit wir da auch wieder zurückkommen. Theoretisch. Weil sobald wir in so einem Gang gehen, kommen wir nicht mehr zurück. Im Prinzip. Weil da ist ja kein Pult, wo du draufklettern kannst. So meine ich das. Das heißt, da müsstest du theoretisch schon eine Leiter benutzen. So, mal gucken, ob ich noch ein Tape finde. Und so ein Blech. Dann kann ich die nächste Schaufel bauen. Boah, jetzt 2 Wärter wieder hier. Ey, was ist denn los? Blech und? Tape. Tipp habe ich. Wo bist du? In der Mitte. Ich lass gleich Tape fallen. Ich glaube, da rennt der was hinterher. Ich habe Tape fallen lassen in der Zelle. Ja, habe ich. Kurz, das will niemand sehen, sagt er. Die Wärter? Die Wärter haben da gerade zu mir gesagt, ja. Ja, ja. Ja, ehrlich, da zieh dir mal was an, ey. Mann. Ich hab nichts. Das Beste ist, ich bin gelaufen, auf einmal war meine Kleidung weg. Dafür habe ich jetzt wieder welche. Da rennt der nackt rum, ey. Jetzt finde ich kein Blech mehr, weißt du? Mann, ey. Brauchen wir denn für die 3. Stufe dann? Oh, nochmal ein Blech und ein Tape, toll. Also brauche ich 2 Bleche. Super. 2 Tapes habe ich. Mit Stufe 1 Schaufel lohnt sich das, glaube ich, noch nicht. Oder wir machen das einfach mit der. Ich mache das einfach mit Stufe 1. Soweit wie es geht. So. Ja, ich könnte jetzt gerade nichts mehr machen. Warum wird es denn? Ja, ich habe die Schaufel ist wieder kaputt. Also.
Die Schaufel ist putt. Schaufel putt. Da ist mir jetzt irgendwas runterspülen. Na, bitteschön. Ein bisschen Erde. Ah, deswegen kann, glaube ich, die Klamotten weg sein, weil die kaputt gegangen sind. Das kann sein, ja. Ich könnte Holz kaufen. Was brauchen wir denn noch? Also, wir brauchen jetzt wieder Blech, Tape. Also alles Blech und alles Tape, was wir finden. Der Typ, wo ich gerade stehe, der verkauft Tape. Ja, ich suche erstmal, bevor ich was kaufe. Obwohl, ich weiß gar nicht, ich glaube, wie viel Kohle habe ich denn? Auch 240, ups. Er schwimmt in Geld. Ja. Ja, obwohl ich würde sagen, wir suchen erst. Oder hat der Anion was Tolles? Beide Brecheisen. Warte doch mal, Auto ab, ey, Penner. Der Schmugglerwarebeutel, weiß ich immer noch nicht, wofür der ist. Ja, ich hab den, ich hab einen, aber keine Ahnung, was man damit macht. Eisenstange. Aber brauchst du für die Kiste? Ach, da ist ein Blech. Ich kauf mal ein Blech. Wie winkt. Was ist denn sein Problem? Er haut mich schon wieder hin. So, ein Blech habe ich. Okay, dann kann ich die erste Schaufel schon wieder bauen. Und dann heißt es wieder durchsuchen und weiter und so weiter. Ist ja auch nicht. So, Nummer 1. Okay, eine Tape habe ich. Tape habe ich auch schon wieder gefunden. Da ist jetzt wieder ein Blech, noch ein Blech, dann habe ich wieder Stufe 2. Mhm. Da war ein Holz drin, dann nehme ich auch mal mit. Oh, Blech, zweimal Tape. Das ist gut. Holz könnte man ja auch wieder gebrauchen für. Eine Strebe, eine neue. Boah, da wird der Wärter schon wieder rum. Komm, geh nach links, danke. Sehr schön, hast fein gemacht. Jetzt hängt er deine Zelle rum. Du hast nichts gesehen, du hast nichts gesehen. Ich war nur am Pult, ich habe nur mal geguckt, kurz geguckt. Mal reingelügt hat. Brauchst du jetzt Tape schon? Nee, Tape habe ich noch. Ich brauche auf jeden Fall Blech. Ja, ich komme. Also ich habe auf jeden Fall einmal Blech. Hat gerade einer zum Glück alles im Pult gehabt. Ich habe nochmal Blech. Kann ich auf jeden Fall Stufe 3 von der Schaufel bauen. Ich komme zu dir. Stufe 2. So, dann habe ich mir da eine Tape, dann habe ich Stufe 3. Da kann man doch schon wieder mit arbeiten. Ich kann ja. Kannst ja, wenn du willst, jetzt graben. Ich mache den Tisch dann wieder drauf. So lange. Ja, okay. Können wir machen.
Ach, ich will nicht durchsuchen. So, kannst du mich rauslassen. Jo. Jetzt brauchen wir eine Schwebe. Okay, da brauchen wir noch. Wie viel Holz? Drei, zwei. Eins habe ich. Wir sind auf jeden Fall schon, auf jeden Fall jetzt genau unterm Parkplatz. Ein Stückchen ist noch, dann sind wir hinterm Zaun. Und dann hauen wir ab. Dann sind wir weg, ganz weit weg. Ja, irgendeine Insel im Mittelmeer oder so. In der Karibik. Ne, in der Karibik ist schöner. Kann jetzt die Schere noch einmal aufwerten? Ich habe einen Elektroschocker, wenn wir einen Wächter umknüppeln wollen. So, eben arbeiten. Ja, ich bin da schon unterwegs. Oh, wird eng. Dort wird eng. Fertig. Hey. Ich. Und jetzt mal wieder suchen gehen. ich geh mal nach oben suchen. Warum sind ja auch Pulte in ein paar Dingern? Okay, da schon mal nix. Holz noch, ne? Ja. Ich jetzt eigentlich die stärkste Schere. Ja. Ja, also die stärkste Schere habe ich schon mal. Okay. Ich habe hier noch reingeguckt, der Lachwart. Ich geh mal kurz zu den Besuchern, mal gucken, was ich krieg. Gestern ist Sportzeit. Hab ich schon, ich war schon da. Okay. Ich bin ein Häkchen dran. Ja, mal gucken. Ich geh mal gucken. Okay, also während Sportzeit kommt da wahrscheinlich keiner, so wie das aussieht. Ah, kommt nur in der Freizeit. Was war das? Ich hab keine Ahnung. War das bei dir? Ja. Ich hab keine Ahnung, was das war. We need wood. Ich glaube, der Krieg bricht gerade aus hier. Ich bin nah dran gewesen auf jeden Fall. Was, jetzt findest du da kein Holz mehr, ne? Mann, ey. Ich habe einen Keks gefunden. Ja, habe ich auch schon öfter. Da waren zwei Bleche drin, ne? Boah.
Sheriffshut. Ach komm, bitte. Holz, 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 dann noch mehr Holz. So, eins habe ich mir noch gekauft. Aber das war doch dann. Jetzt gehe ich mal ein bisschen brauchen. Ja. Das ist eine gute Idee. Mal gucken, was die diesmal erzählen. Ja. Ich bin jetzt auf der Sonnenliege. Der Koch ist wieder da. Wie läuft's? Die Nachbarn haben herausgefunden, dass ich ihr WLAN nutze. Und dazu kommt noch... viermal pleite gegangen. Oh, und... der Klempner hat sich um Verstopfung gekümmert. Bis zum nächsten Mal. Toll, deine Sprechblase hat meine übertüncht. Ich habe Schokolade gekriegt. Okay. Ich habe einen Energy Drink gekriegt, okay. Boah, ein Holz fehlt noch. Ist doch nicht zu fassen. Sogar Strom cutten. Echt? Was für Schlüssel hast du? Gelb. Gelb. Mit dem blauen, ja. Mit dem blauen kommst du dahin. Na gut, ich könnte theoretisch einen Wächter umhauen mit dem Elektroschocker. Du brauchst nur einmal. Wie? Schäden repariert wo? Bei mir wahrscheinlich. Und bei mir ist nichts, okay. Pass ja auf da, ich hab ein Kammmesser. Nerf. Mit Rasierklinge sogar. Ja, der macht bei mir, glaube ich. Pass auf, der geht jetzt hier. Nee, nee, nee. Die kann man, leider kann man den nicht umhauen, die NPCs. Leider, leider. Voll am Einstechen. Jetzt hab ich Schiss, die hat Gottmut angehabt. Guck mal, wo wir auskommen. Komm ich da überhaupt bis da vorne hin? Tatsächlich. Nicht. Man hat Toni umgeschwartet und der hat auch nichts, ey. Oder die. Mensch. Aber hier sonst gelbe Türen gibt es hier, glaube ich, nicht, oder? Nö. Leider nicht. Aber ich bin mal voll interessiert, wie du auf Etage 3 kommst, ne? Ja, ich denke mal, du musst im Lüftungsschacht immer höher klettern. Kann man höher klettern? Immer, wie schaffst du das, dass überhaupt dein Gitter so lange überlebt? Weil ich das Gitter die ganze Zeit da dran habe, das gefälschte. Ja, aber du machst das doch auf. Okay, du hast jetzt die ganze Zeit nicht auf. Nö. Ohne Scheiß, ich habe das letztens dran gemacht, wo du reinkamst, ne? Hab das dann nächsten Tag nur einmal aufgemacht, war der kaputt schon. Na, bei mir ist immer, zieht das, wenn ich das einmal aufmache, 20% ab. Aber wenn ich es einmal abmache. So. Soll ich jetzt
Du hast Schaufel, hast du schon, ne? Ja, aber bringt nichts. Wir brauchen jetzt das nächste für deine Strebe. Ach, hast du schon so weit gemacht? Ja, klar. Ist jetzt so weit, dass wir deine Strebe brauchen. Fehlt noch ein Stück Holz, ne? Ja. Kannst du keinen Baum fällen, ey? Aber hier ist ein Busch irgendwo da oben. Der Teil ist halt nochmal. Ja, nix, ne? Würde ich sagen. Oh, die gehen jetzt schon. Ja, ich gehe. Eine Strebe noch, also ein Holz noch. Ja. Ja. Und wie graben wir uns eigentlich hoch? Spitzhacke. Ah, okay. Wehe, Lümmel, ihr habt jetzt kein Holz dabei. Ich will mindestens Holz sehen für noch eine Strebe. Ja, zwei wären natürlich richtig, aber dann bräuchten wir auch wieder eine neue Schau noch eine Schaufel. Weil so lange hält die, glaube ich, nicht. Warum ist da kein Haken dran? Ja, komm schon, Banause, komm schon. Verpiss dich. Mensch. Einmal Holz gefunden. Weißt du, ich glaube, wenn wir im echten Knast wären, ey, da würde ich schon Ärger kriegen, glaube ich. Ich habe einmal Holz gefunden. Ich habe nochmal Holz gefunden. Oh, das ist gut. Ich such mal Sachen für noch eine Schaufel. Glaube echt, wenn wir im Knast wären, ey, da würden wir auch noch Prügel kriegen, glaube ich, in der Zeit. Von Herr dem Wert? Wachtmeister, Herr Wachtmeister. Von den Wärtern ja wahrscheinlich, ja. Ja. Ich habe wahrscheinlich anfangs nur Stress mit den ganzen Zellengenossen. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich so einen Wärter anschreite immer. Schreist du mich an? Nur meine Mama darf mich anschreien. Und klatsch aus seinen Hängen. Blech brauchst du, ne? Ja, auch, ja. Hier ist ein Tape noch. Ja, ich komme. Also die letzte Zelle kurz vor der Müllerfuhr. Da war Blech. Muss ich erstmal wieder was bauen, sonst habe ich keinen Platz mehr. Hey! Hallo? Gib mal ein Holz, wenn du noch hast. Für was? Für die Strebe. So, ja, Moment. Oder kannst du schon eine neue Strebe reinmachen? Ne, hier. Kann ich noch nicht, nein. Ja, warte, dann gebe ich das Holz bei dir rein. Was brauchte ich noch für eine? Natürlich Strebe, mach die Strebe unten rein. Einfacher. Ach, ist schon. Ja, ist doch schon ausgegraben. Ist auch Fühl mich gut. gerade wie Herkules immer. Ich stehe ganz mit dem Schreibtisch in der Hand. So. So, jetzt brauche ich noch. Genau. Mal, jetzt habe ich das unterbrochen, Mann. Einmal nochmal hier alles durchsuchen, mal gucken, was ich noch finde. Geh da weg, Bukuras. Ich Geh habe doch da noch weg. Blech und Tape. Ja, Tape habe ich auch. So, Stufe 1.
Stufe 2. Und einmal Tape brauchen wir. Ein Tape ist ja noch hinten drin gewesen, hast du gesagt, ne? An der Müllabfuhr da. Ja, hast du dich denn wieder umgeschwartet? Was ist denn da los? Immer? Nein, der ist umgekippt. Ach, Aggressionsproblem. Der ist umgekippt. Ich wollte ihn helfen, weißt du? Aber... Achso, der Achsel, der ist ausgerutscht bestimmt. Ja, sorry. Der Boden ist ein bisschen. Genau. Mierig. So, dann habe ich jetzt zwei Stufe 3 Schaufeln. Das heißt, ich gehe jetzt gleich einfach mal ein bisschen weiter graben. Obwohl, ne, lohnt sich glaube ich jetzt nicht mehr. Ne. Was denn? Nochmal jetzt weiter graben. Ich glaube, zu knapp die Zeit. Ah. Oder weißt du was? Komm mal gleich bei mir in die Zelle und mach mal hinter mir zu, so lang. Na, ich komm. Schon drin, ne? Ja. Tja, jetzt wird der schon versauern. Ich habe den Tisch drauf gemacht und einen Amboss. Fragen wir nicht, wo ich den Amboss her habe. Weiß ich würde jetzt sagen, ich habe die Pickaxe, da kann mir am Arsch vorbeigehen, aber habe ich leider nicht bei. Mittagszeit, komm hoch. Ja, die eine Schaufel ist jetzt sowieso kaputt. So, dann muss ich jetzt mal kurz wieder ein bisschen Erde runterspülen. Ich habe das Rezept für die Topfpflanze rausgefunden. Ja? Erde, eine Tasse und Samen. Die Samen. Ich weiß zwar nicht, was du mit einer Topfpflanze willst, aber gut. Zum Verbrauchen ist das. Kannst du rauchen. Also Weed. Achso, man nennt man auch Topfpflanze. Ja. Ja, hier ist das extra verschönt. Okay. Ach, gleich Arbeitszeit. Im Endeffekt müssen wir jetzt noch ein bisschen gucken, dass wir Holz kriegen, damit wir noch eine Strebe bauen können. Der Wärter, weißt du, was der gerade gesagt hat? Bin zum Knuddeln. Oh. Jetzt können wir natürlich darüber philosophieren, ob man das möchte. Ich will gleich keine Seife mitnehmen, sag ich nur so. Nee. So, dann gehe ich mal kurz arbeiten. Warte, du bist spät. Hab zu erzählen, aber. Mock. Einfachster Job der Welt hier. Das ist ein Problem hier. Da war die Toilette wahrscheinlich, wo ich die Erde gerade runtergespült habe. Und fertig. So einfach verdient man 60 Taler hier. Hey! Da haut er mich hier. Ich glaube, das hackt. Und du kriegst gleich das Kammmesser mit. Oh, ein Holz habe ich. Hol gleich den Elektroschocker raus, dann guck's aber blöd. Ey, wollt ihr mich verarschen? Was ist dein Problem, Junge? Was haust du mich eigentlich? Oh, komm her. Scheiß kaputt. Ja, sind echt leicht verdient. Also, Schuster ist auch so leicht. Mhm. Arschgesicht. So, jetzt hat er die gerechte Strafe gekriegt, der Penner. Haut er mich da einfach. Ich glaube, der hackt. Ist schon hier wieder jemand umgefallen. Ja, das war ich. Ach, nur da. Ne, das war ich nicht. Ein Stückchen weiter, das war ich. Sport. Sport. Willst du etwas Tee beuteln? Ich hab hier einen. Teabagging. Nee, jetzt gerade nicht. Hab ich jetzt vom zwei Holz brauchen wir wieder. Eins habe ich schon. Für die Schaufel oder für. Strebe. Schaufel habe ich schon, eine neue. So weit bist du schon? Mhm.
Drehbefehle uns jetzt. Wie weit sind wir eigentlich schon? Wollte ich mal gucken. Wie weit sind wir eigentlich? Wow. Gar nicht mal so unweit, ey. Da sind wir. Oh, Sportzeit. Ich renne hier rum. Oh mein Gott. Lauf schneller. Ja, ich sag mal, 2 oder 3 Streben noch. Da müssen wir draußen sein. Ich renne jetzt mal genüsslich rum. Also dann sind wir auf jeden Fall hinterm Außenzaun. Wie dann weitergeht, keine Ahnung. Ich glaube, da muss ich einfach wegrennen, oder? Verarschen? Jetzt habe ich eine scheiß Brechstange gekauft, obwohl ich die Leiche looten wollte. Toll. Ja, du verdienst auch genug Kohle beim Schuster. Ja. Ja, also. Klagen kann ich mich nicht. Komm schon, der Banause. Jaha. Und der immer daran erinnern müssen, ne? So, ich bin noch in der Dusche. Ist doch gut, Herr Rotz. Da liegt schon wieder einer. Wie sind wir hier rumliegen, alle? Ich hab dir zwei Bleche. Also wie gesagt, wenn ich Karte richtig deute, sind es noch 2, maximal 3 Streben. Da sind wir draußen. Willst du die komplett auch rausgraben? Ja, sicher. Da sind Wachtürme, 2 Stück, ne? Ja, nachts kannst du das machen. Sicher? Ja, darfst nur nicht vom Licht gesehen werden, also im Licht stehen. Ja, können wir ausprobieren. Wir sind am Parkplatz, wir brauchen es nur nach oben graben. Eine Schere habe ich auch. Ja, dann probieren wir es gleich. Gucken wir mal. Wir sind ja schon 5 Stunden bei dem Knast bei. Oh oh. Ah doch, schau wieder. Hab ich. Haha, sag ich doch. Ich bin ein Leckerchen. Wo läufst du hin? Ja, zu Besucher. Guck mal. Vielleicht kommt die Gertrude. Ja. Und dort die Olga von der Volga. Lucky Loser, ich wünsche dir auch eine gute Nacht und einen schönen Abend noch. Danke, dass du da warst und ja, bis demnächst oder bis morgen. Mal gucken. Ciao. Ich wünsche dir auch tschö. Rate mal, jetzt habe ich einen Soldaten vor mir stehen. Unser Fisch ist entkommen. Das hattest du vorhin, ne? Deshalb. Ja. Das Haus hat gebrannt. What? Lustigerweise steht bei dir was anderes, als was du sagst. Der Nachbarhund macht wieder auf unseren Rasen. Ich muss los. Ich habe einen Posterbock. Ne, ein hübsches Gemälde. Ich habe einen Baseballhandschuh gekriegt, toll. Ich bin begeistert. Was soll ich damit? Toll, der hat nichts gehabt. Baseballhandschuh. Jetzt, ich würde jetzt sagen, Baseballhandschuh. Ach, den brauchst du bestimmt Baseball zum Werfen. Was ist denn da? Ja, verschwartet wird alle. Gucken, vielleicht finde ich einen Baseball. Da würde ich ja gerne mal ausprobieren. Ich habe ja den Baseballhandschuh. Was willst du denn ausprobieren? Ob du den dann werfen kannst, den Ball. Okay. Geh da weg, Okuras. Ui, Dieb. Was? Da ist einer. Und jetzt werfen. Ich habe gerade Teigpulver Pulver gefunden. Wolltest du das haben? Hast du mal so von Arsch hast gesagt? Was? Teigpulver? Teigpowder. Was will denn der her? Okay, Baseball-Handschuh mit Baseball geht schon mal nicht. Ich habe Frucht gekauft und dann herausgefunden, dass es gestohlen Eigentum ist. Ich bin unschuldig. Schaff das von mir weg. Aber wofür ist das denn?
Der Baseballhandschuh. Was soll ich denn zerstören? Frag mich gerade, wofür der Baseballhandschuh ist. Den kriegst du bei einer Quest, musst du den abgeben. Muss den jemand abnehmen? Ja, aber der muss ja für irgendwas sein. Das ist keine Waffe. Der Baseball ist eine. Ich hab einen falschen Mauerstein. Brauchen wir den? Ich habe auch noch einen in der Tasche. Ah, du kannst den auch die Klamotten klauen. Man müsste mal tatsächlich mal. Vielleicht gibt es ja eine Wikipedia von den ganzen Sachen, was man damit machen kann. Ja, so ein, halt so eine Fanseite oder so. Meine ich. Also, du weißt ja, die Items aufgelistet, was man so damit machen kann und so. Mhm. Das wäre halt mal interessant. Na, mal sehen, wie lange du. Wir brauchen immer noch Holz, ne? Ich finde kein Holz. Ich warte mit der Brechstange machen kannst. Kannst du ja Türen? Also wir können jetzt gleich, wir können auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung. Wir können gleich auf jeden Fall ausprobieren, raus abzuhauen. Wenn du sagst, wir müssen nur dem Licht ausweichen, dann können wir gleich einfach versuchen abzuhauen. Ja. So. Weil wir können uns schon nach oben graben, auf dem Parkplatz. Ja, können wir versuchen. Schere habe ich. Ja, mehr und sterben können wir sowieso nicht. Wo laufe ich denn lang? Dann nehme ich mir schon die Spitzhacke raus und die Schaufel. Ja, gut, ich muss sie ja nicht in der Hand halten, ne, danke. Okay, der Wärter geht schon mal bei mir an der Zelle vorbei, das ist schon mal schön. So. Attrappe reinlegen. Offen ist es. Ja, ich muss gerade aufschrauben, ist. Bin unterwegs. Bin fast da. Siehst du mich schon? Sag mal, soll ich dir dann Pfeile über die Karte marschieren, ne? Aber sonst? Braucht man keinen Eimer, um hochzuklettern? Nein. So, dann grabe ich uns mal raus hier. Bin mal gespannt. Jetzt steht da so ein Hund. Und doch, Loch ist auf. Ja, geh hoch. Ja, wieso ich? Du hast gesagt, der Licht aus, weil komm, geh. Für Licht überhaupt? Keine Ahnung. So, wer zuerst in Las Vegas ist. Jawohl. Weil sie erst nicht rausgehen und dann auf einmal pschipp, rennt der. Guck mal. Mist, da sind die Werte. Okay. Ist bei dir auch mit Kamera? Ja. Dann sind wir wieder im Kasper. Da bist du ja.
Wir sind ausgebrochen. Ja, Wollingen. 49 erstellte Gegenstände, 18 Karos. Jetzt hast du auch die Maske freigeschaltet. 16 Tage. Warum? Ich habe nur F. Warum? Ich habe nur F. Weil wir so lange gebraucht haben. Ja, ich denke auch. 16 Tage. Ausgebrochen, zum zweiten Mal. Aber diesmal im Multiplayer. Ja. So, das nächste ist, glaube ich, mit dem Briefkasten. Also mit der Post. Strafregister. Letzte Post. Das ist das nächste. Okay. Center Perks. Dann haben wir drei Schlüssel und dann haben wir eine neue Map freigeschaltet. Du kommst ja sogar auf ein Schiff, ne? Ja. Fort Tundra. Ah, wie heißt das? Brrr. Ziemlich frostiger Empfang. Du wurdest in die kälteste Ecke Sibirien, sibirischen Tundra verfragt und du bist gezwungen, unter schrecklichen Bedingungen zu arbeiten. Schon bald sehnst du dich nach wärmeren Gefilden und einem Weg zurück in die Zivilisation. Und Area 17. Diese geheime Militärbasis in der Wüste ist die Definition von Hochsicherheit. Wenn du an den unglaublichen engagierten Wärter vorbeikommst, findest du vielleicht eine Technologie, die nicht von dieser Welt ist. Jetzt wäre der Zug dran, ja. Da können wir uns ja schon mal angucken, kurz. Und was meinst du? Ja, Moment. Zaki, zaki! Spielschaden! Ah, keiner hat mir dran geglaubt, dass wir ausbrechen, aber... Nee, aber wir haben jetzt nur 5 Stunden gebraucht insgesamt. Das ist wie Prison Break. Die Serie hat auch 30 Jahre gedauert, bis sie ausgebrochen sind. Ich habe auch Tattoo auf dem Einladen. Wow. Wie willst du denn fahren in den Zug kommen? Entkommen, ey. Erstmal Karte gucken. Da ist die Einzelhaft, da ist der Kontrollraum. Alter. Na? Spring! Spring noch! Okay, ist eine Toilette. Okay. Wie, der Benase raus? Ey, was, ey, da haut mich direkt einer. Was ist denn jetzt, was ist denn los hier? Ich bin nur noch auf Toilette gegangen. Ich direkt Prügel hier. Zäh. Gott, der Schlagmüte hier. Die Wärter. Vor allem, wir sind, glaube ich, nur zu zweit, ne? Jetzt kriegst du auch Prügel. Ich bin einfach irgendwo hingegangen und direkt Schwarte gekriegt. Was denn überhaupt? Das ist ein Pferd. Hatte ich doch gerade gesagt. Wahrscheinlich, wo ich. Das Pferd kann nicht mehr als eine. Ja, du warst, glaube ich, gemutet. Ich habe nichts gehört. Ja. Beim Besen reicht mir. Das ist eine bestimmte Zeit, wo du ausweichen musst, ne? Übrige Zeit, ja, stimmt. Oh wow, was haben wir hier? Brecheisen. Der Banaus hat unter seinem Bett hier Playboy, Penthouse und so. Sieht man von hier oben. Ich glaube, da ist mein Wärter umgeschwartet. So. Mit dem Besen? Ja. Hat er was dabei gehabt? Ja, ein Walkie-Talkie. Auf Frau Mini, wofür das ist.
Kann man da irgendwas machen? Fehlt aber was. Eine Brechstange habe ich auch. Also wenn der mich jetzt nicht findet, ne, dann lache ich. Ich bin vor dem in so einen Schrank reingegangen und der hat nichts gemacht. Bist du in dem Schrank hier vorne? Ne, ich bin beim Sheriffs Büro, also bei dem Hauptbüro. Scheiße. Da sind noch geilere Sachen. Auf dem Schiff. Und so. Auf so einem Frachter. Bin schon gespannt drauf. Wow, ich wurde gerade umgeschwartet. Also du bist doch... Ah, da hinten bist du, okay. Was ist denn hier? Ich guck mal an. Ah, okay, der läuft so. Der läuft eine 8, der Typ, wo ich gerade bin. Aber ich habe einen Schlagstock gefunden. Und Walkie-Talkie und Brecheisen. Ich nehme mal Brecheisen mit. Herr Wachmeister, ich habe nichts gemacht. Kann man irgendwas machen? Nur hinsetzen. Hier ist anscheinend eine Kirche oder so. Hast du mal die Pulte hier durchsucht? Alter! Du kannst auf... Wenn du nach ganz vorne, wo ich gerade bin, ne? Ja. Kannst du eine Leiter hoch. Da kannst du anscheinend auf dem Dach. Und ich denke mal, dann kannst du aufs Pferd springen. Das Pferd kann nur einen tragen, hat er gesagt. Ja, ich meine jetzt, ne? Also. Muss man gerade wieder einen Polizist umschwarten. Boah, ich läuft jetzt den ganzen Zug wieder. So, ich bin jetzt auch durch die Kirche durch. Jetzt bin ich hier. Ach, da ist die Leiter. Okay, jetzt bin ich auf dem Dach. Und nun? Ja, kannst du wahrscheinlich unbemerkt nach vorne oder ja, komm, nach hinten. So kann ich nur alleine entkommen. Okay. Sagt er dann. Ich frage mich aber, wie du aufs Pferd kommen sollst. Versuch mal weiter nach vorne zu gehen. Hier ist ein Knopf. Hier kann man was offen halten. Das ist für eine Luxus-Suite hier. Hier ganz vorne ist ein Knopf. Da kannst du wieder eine Tür offen halten. Oh, eine Eisenstange. Ein Stift. Okay. Da muss einfach den Zug anhalten. Ganz doof. Ich frage mich ja, wofür eigentlich das blöde Brecheisen ist, ne? Guter Werkzeug. Ich habe ein Walkie-Talkie. Ja, dann weiß ich aber auch noch nicht, wofür das ist. Als Waffe. Ich mach dich platt, du! Wow, hier vorne sind drei Wärter an der Lok. Drei? Okay. Also ich komme gerade zu dir. Pass auf. Vielleicht können wir die Lok irgendwie anhalten.
dann. Ja, wo ist er denn? Bist du oben? Ne, ich bin hier oben. Achso, kannst du gekommen. So, der Polizist ist umgeschaltet. So, jetzt entweder probieren wir jetzt da vorne die da. Oder wir machen das hier genau. Tja. Oh, ein Baseballschläger. Ein Medikit. Komm schnell. Aber den Knopf kann man nicht drücken. Also, komm. Komm schnell in so eine Suite hier. War keiner. Keiner gesehen. Der lacht auch gerade hier unten. Den habe ich gerade oben gehauen. Schwartet sie alle! Das wird ein Problem, glaube ich. Na? Alle weg. Ha! Entkommen! Ja! Wie geil ist das denn? Er schwartet weg. Alle weggeschwartet. Ich habe die zwei aber extrem schnell auf, ich glaube, 10% runtergehauen mit einem Schlag. Ja, ich habe auch mit einem Schlag auch irgendwie zwei oder drei umgehauen oder beide. Ja. Irgendwas. Ich glaube, dann hast du den letzten Schlag gerade gemacht. Da. Du bist ausgebrochen. 8 K.O. F schon wieder nur. What? Hallo. Boah. Ja gut, ich werde jetzt aber Feierabend machen. Ich wollte schon aber zwei Level geschafft. Was war das jetzt? Als nächstes kommt dann L. Nake Springs. Okay. Ah, jetzt haben wir so eine neue Brille. Loser Dienstwagen. Okay, den kannst du auch losmachen. Mein kleiner Schwindler, süchtig nach dir. Titel, erster Verstoß. Strafregister, was steht denn hier so? Zeit im Gefängnis 24,63 Tage. 18 Sachen freigeschaltet. 4% ist Abschluss. Krass. Fischfleisch. Eingrenzungsausbruch haben wir gemacht. Dann gibt es noch Trifft die Crew und letzte Post. Ja, Trifft die Crew. Post ist dann schon mit der Kiste. Ja, letzte Post denke ich auch mal. Trifft die Crew ist das. Du musst die den zivilen Klamotten haben. Ja, dann und letzte Post wird die Kiste sein. Dann machst du dir, brauchst einen Besen, das Radio und Tape. Daraus machst du dann hier so einen gefälschten Audio-Blabla, ne? Ja, so ein Mikro. Genau. Und dann gammelst du den ganzen Tag darum. Vier Sachen kann man machen bei Cougar Creek Railroad. Schwindler kann man machen, süchtig nach dir, ja. Loser Dienstwagen. Mein Gott, ich würde sagen, wir werden erstmal schauen, dass wir so alle Gefängnisse dann mal durchkriegen. Meinst du einmal? Ja, willst du einmal. Ah, auf jeden Fall. Wir haben jetzt drei Schlüssel. Warte. Ja, wir sind jetzt bei L-Snake Springs. Zwei Schlüssel habe ich. Ja. Da, neue Gefängnisse. Orca? Oh, wir können jetzt schon aufs Schiff. Ne, ich hab nur einen. Also ich hab einen Schlüssel. Okay. Einen Schlüssel fehlt mir, weil du hast ja gesagt, du bist alleine schon mal ausgebrochen. Ja. Ich ja nicht. Ich habe dazu Kapau Camp, HMS Orca und HMP Offshore. Muss ich dazu bekommen. So. Gut. Aber wie gesagt, ich mache jetzt dann Feierabend. Wir haben auch schon wieder 10 Uhr. Also
passt ja. Wir haben zwei Gefängnisse geschafft. Ja. Und ich würde sagen, alle, die noch da sind, wünsche ich eine gute Nacht. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann morgen Abend, morgen Nachmittag mal sehen. Also ich denke mal, vor TTT werde ich bestimmt auch wieder streamen oder wir, wenn du da bist. Mhm. Vielleicht dann mal wieder eine Runde PUBG oder so. Ist immer eigentlich lustig vor TTT, dann kommt man wenigstens in Wallung. In Killerstimmung, meinst du? Genau. Oh. Können wir schon mal zielen üben wieder. Gut, dann wie gesagt, bis morgen. Ciao. Ich wünsche auch allen einen schönen Abend noch und Krog, danke. Dann sag ich mal, bis morgen. Ciao. So.